Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde, zu Age of Mythology The Titans. Jo, wir gehen gleich wieder in die Kampagne rein, nachdem wir jetzt die ersten beiden Missionen der Expansion gemacht haben, also die Atlanta auf ein neues Land geführt haben und wir jetzt Stress mit den Griechen haben. Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ja. Grüße aus Griechenland. Zur Seite, macht Platz für den General! Du, wiederhole, was du mir erzählt hast! Die Atlante, Herr, sie haben die Insel überfallen! Was? Sie waren dabei, Uranos einen Tempel zu bauen. Sie haben die Kolonie angegriffen. Das ist unmöglich! Sie sind direkt nach uns in See gestochen. Sie werden bald hier sein! Die Atlante sind verrückt geworden. Benachrichtige unsere Verbündeten. Wir brauchen Verstärkung. Ja, Herr. Sammelt unsere Truppen und bereitet euch vor. Wenn Atlantis einen Kampf will, soll es ihn bekommen. Tja, ein Missverständnis nach dem anderen. Die Rohstoffe hier sind knapp, aber es gibt einige Schatzkammern in diesen griechischen Landen. Wir sollten einige davon erobern. Herr Jones? Uns wurde die Sicht auf alle Schatzkammern in diesen Landen gewährt. Ja, Schatzkammer in Polyphemos Höhle. Wir haben kein Dorfzentrum und können auch keines besetzen. Jo. Und unsere Aufgabe ist es, besetzen Sie Schatzkammern und Rohstoffe zu gewinnen. In diesem Gebiet gibt es nur wenig Rohstoffe. Es zielt sich also, viele Schatzkammern zu besetzen wie möglich. Besetzen und verzeihen Sie die Schatzkammern, indem Sie dort mehr Einheiten postieren als Ihre Gegner. Nachdem eine Schatzkammer die Farbe ihrer Kultur eingenommen hat, bleibt sie so lange unter ihrer Kontrolle, bis Gegner sie wieder zurückerobern. Für jede Statue des Milagius, die Sie zerstören, erhalten Sie und der Rest fehlt, weil er nicht mehr reinpasst. Schwerpunkt Orakel. Atlante erkunden mit Hilfe Orakel. Diese können nicht sehr weit sehen, wenn sie sich bewegen. Stehen sie jedoch still, erweitern sie ihre Sichtweite, bis sie so weit sehen können wie ein Turm. Türme sind jedoch nicht mobil. Orakel können, wenn sie ein Gebiet erkundet haben, einfach ihren Standort wechseln und einen anderen Kartenbereich aufdecken. Jo. Yuji? Wir bauen jetzt erst einmal hier am Anfang eine Kaserne und eine Konterkaserne auf. Wobei eher hauptsächlich die Kaserne. Dann besetzen wir hier weitere Verstärkung eingetroffen. Die Schatzkammer. Burek. Gleich mal. Und da ist unser erstes Orakel. Das können wir theoretisch zu einem Helden machen. Ihr könnt ein bisschen Gold sammeln. Burek. Du baust mir. Wir müssen so viele Schatzkammern wie möglich erobern und halten. Hier sind die wichtigste Rohstoffquelle in dieser Gegend. Du baust mir hier noch eine Festung hin, da ist das ganze Gebiet mal abgesichert, da wir hier ja ab und zu mal Verstärkung kriegen. Und wir haben die erste Schatzkammer. Ja, wir sollen General Milagius aufhalten, genau. Ich könnte gleich mal... Ja, jetzt sind auch die Dorfbewohner Helden geworden. Sehr schön. Können wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Als nächstes die Schatzkammer hier oben einnehmen. Und hier ist ein kleines... Zerstört Melagius Statue, um ihren Fischfang zu übernehmen. Mhm. Der Hafen und der Marktplatz in diesem Dorf sind nun unser. Ja, das ist immer gut. Und alles andere, bis auf die Türme, wurde eingerissen. Da wäre die Höhle des Polyphemus. Yuji, Osto, Epora Frost. Ah ja, wir hätten jetzt... haben jetzt wenigstens zwei Fischerkutter. Meine Armee ist im Anmarsch. Burek. Ja, gegnerische Truppen sind im Anmarsch. Burek. Skopos. Skopos.
Alle in die Festung. Das ist nicht gut. Da müssen wir mal Truppen wieder zurückziehen. Und mal ein paar neue Myrmidonen ausbilden. Wow, die zerlegen unsere Festung mit ihren mittleren Hopliden ziemlich gut. So, können alle wieder raus. Ihr repariert bitte so schnell wie möglich die Festung. Eine Schatzkammer zu kontrollieren, brauchen wir eine größere Armee in ihrer Nähe als unser Feind. Ja, und deswegen holen wir uns als nächstes die neutrale Schatzkammer hier oben, nachdem wir hier unten fertig aufgeräumt haben. Und bauen hier am besten auch gleich mal einen Turm auf. So. Für schwere Bogenschützen bräuchten wir theoretisch mehr Holz. Und hier oben will ich auch mal lang gucken. Wir sollten uns General Melagius Hauptstreitmacht erst dann stellen, wenn wir wirklich dazu bereit sind. Können wir eigentlich Herrenhäuser bauen? Ja, könnten wir theoretisch, auch wenn unsere unser Bevölkerungslimit doch ziemlich hoch ist. So, Heldendorfbewohner gegen... Ja. Nebenbei, einen Tempel sollten wir auch aufstellen. Da wir dort die Forschung machen können, dass Heldeneinheiten sich regenerieren. So. Dich würde ich eigentlich gerne mal verbessern. So, wo ist denn das Heldenherz? Verstärkung! Reguläre Einheiten zu Helden haben wir wahrscheinlich gar nicht, hä? Ja, heroische Erneuerung hätte ich eigentlich gerne. Mos Intem. Skopos? Und hier hinten mal die Händler-Gilde, einfach weil wir es können. Seht, eine Statue von General Melagius. Uranus wird uns sicher für jede belohnen, die wir zerstören. Ja. Wir haben... Hadeswächter gekriegt, warum auch immer. Und dann holen wir uns mal noch die Schatzkammer, die neutrale. Fürs Erste. Tempel steht, das Ding steht. Was hätte ich noch? Marktplatz brauchen wir nicht. Waffenkammer können wir nicht. Auch gut. So, Reichweite und dann brauchen wir... So, zähle ich mal nochmal auf die Jungs. Komm, die restlichen kann ich so mal verbessern. Regeneration haben sie leider nicht. Verstärkung! Dafür haben wir Verstärkung. Mal wieder. Und ich denke mal nicht, dass der Feind in die Höhle des Polyphemos eindringen würde. Ah, hier ist noch so eine Statue. Die wird aber von einem nemeischen Löwen verteidigt. Was kein Problem sein sollte gegen meine Heldenarmee. Okay. Eine Gabe der Götter. Das Ding hätte wahrscheinlich all meine Nicht-Heldeneinheiten hier zu Helden gemacht. Okay, nächstes Ziel, Höhle des Polyphemos.
So, hierfür brauchen wir mehr Gold eigentlich. Also baut mehr Gold bitte ab. Wir haben die Höhlen des Polyphemus gefunden. Ja, die Höhlen des Polyphemus, das ist eigentlich der Zyklop aus der Odysseus-Saga. Und ja, seine Zyklopen-Kumpels sind keine große Hilfe für ihn. Und er selber ist jetzt auch gleich tot. Da haben wir eine Reliquie. Mythische Einheiten setzen ihre Spezialangriffe öfter ein. Wow, hier kommt eine ganze Truppe von Gegnern. Aber wir sind ja mittlerweile etwas... besser vorbereitet. Dann verstärken wir mal unsere Infanterie, da ich hier hauptsächlich nur... Und einen Zugang zur Unterwelt, der ist auch nicht schlecht. Es ist weitere Verstärkung gekommen. Erschlossen. Was ist hier noch? Ah, noch ein Ausgang. Also ja, mit dem Zugang zur Unterwelt könnten... Wow, wir hier oben zu ihrem Hauptlager stürmen. Hier werden wahrscheinlich ein Teil ihrer Einheiten ausgebildet. Und könnten auch dort die Schatzkammer einnehmen. Oh, noch ein Sammler. Den setzen wir auch gleich mal ein. Und weg mit dem nemeischen Löwen. So. Bessere Fernkämpfer. Und ja, hier kann ich heroische Erneuerung erforschen. Sehr gut, das machen wir dann doch gleich mal. Und da ich mir ein bisschen auf Helden gehen werde in dieser Mission. Na kommt, versuchen wir mal mit den paar Einheiten die Kammer einzunehmen. Weil wie gesagt, jede Kammer gibt uns mehr Rohstoffe. So, Gold ist hier keins mehr übrig, also geht ihr da hinten das Gold sammeln. Obwohl ihr solltet Bäume fällen. Wobei wir nicht gerade viele Bäume hier haben. Fast schon keine. So, das Ding haben wir eingenommen. Wenn der Gegner es irgendwann zurückerobert, ist das halb so schlimm. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Und man merkt, die Verstärkung wird langsam weniger. Das bedeutet, irgendwann haben wir keine mehr. So, dafür holen wir uns jetzt... Dafür können wir aber halt immer mehr Schatzkammern einnehmen. Ah, noch mehr Gold. Sehr schön. Da kommen frische Truppen. Prometer bringt uns nicht so viel, Satyre eigentlich auch nicht. 5 Zerstörer, bitte. Und ja, man sieht, die Helden, die regenerieren sich wirklich schnell. Also ja, in der richtigen Kombination können die richtig garstig. Oh, das war eine meiner. Das war eine meiner Schatzkammern. Und die haben eigentlich keine Chance gegen so viele Anti-Kavallerie-Einheiten und Helden-Einheiten. So, noch ein paar Zerstörer upgraden. Die
Und wow, hier oben sammelt sich... Naja, keine ziemlich starke Armee, aber eine Armee. So, wir erobern jetzt erstmal die Schatzkammer hier zurück. Kämpfen Sie weiterhin um zusätzliche Schatzkammern, das machen wir ja auch. Gibt ja fast keine mehr. Nur die, die hier, wo sich gerade die Armee sammelt. So, und unsere eigene Armee geht jetzt hier durch den Unterweltzugang. Ja, am besten hier den direkten Weg, ja. Und dann machen wir hier oben mal ihre Kriegsgebäude kaputt. Das ist zu teuer. Hier drin ist nichts mehr Nützliches. Da können wir Türme weiter auf upgraden. Und uns mal zusätzliche Truppen holen. Zwei Kontarios. Okay.